Eismassen, die sich in den oberen Bergregionen oder in der Nähe der Erdpole befinden und die sich aufgrund der Schwerkraft, Temperatur und Beschaffenheit des Eises selbstständig bewegen, nennt man Gletscher. Damit sich Gletscher bilden können, müssen über das Jahr hinweg dauerhaft kalte Temperaturen herrschen. Dies gilt auf der Erde für die Polarregionen und für Gebirge, in denen die Berggipfel besonders hoch reichen. Zu diesen Gebirgen zählen auch die Alpen, deren höchste Gipfel über 4000 Meter hoch liegen.